QQQ. Qualität, Quatschen und die Quintessenz. Herzlich willkommen zum ersten OG-Podcast mit mir, Zong, eurem drittliebsten Podcast-Host. Und für die erste Folge in unserem OG-Podcast, wenn wir über Qualität reden, dann kann es nur einen geben, den wir dafür wirklich ranholen können. Natürlich habe ich uns den guten Kahn hier heute besorgt. Hallo Kahn, ich möchte den Podcast gerne beginnen, wie meine großen Idole Markus Lanz und Richard David Precht, mit der ersten Aussage. Kahn, wo erwische ich dich gerade? Ja, hallo, danke für die Einladung. Ich sitze gerade im aktuell sonnigen Freiburg tatsächlich auf Auswanderschaft und jetzt tatsächlich gerade im Hotelzimmer. Ganz im Stile der großen Männer. Nein, ja, genau. Gucken wir mal, dass wir das von Großen hier Männer aus. Freiburgs. Ja, genau. Ja, schön, dass ich hier sein konnte. Danke für die Einladung. Ja, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Ich meine, wenn wir über Qualität reden, ich meine, an deiner Sonntagsrunde führt für mich schon lange kein Weg mehr vorbei. Das gehört für mich wirklich jeden Sonntagmorgen zu meinem absoluten Standardritual dazu. Ich stehe mal eher ein bisschen später auf, so um 11, halb 12 oder so, wenn es dann den ersten Kaffee gibt, ist deine Sonntagsrunde zum Glück meistens schon hochgeladen. Das passt mit meinem Schlafrhythmus sehr gut. Und ja, ist für mich halt immer eine super Inspiration auch für die kommende Woche. Von daher freue ich mich sehr, dass du dir hier die Zeit genommen hast, mit mir über die wichtigsten Themen zu sprechen. Zum Beispiel, warum der Barbie-Film so wenig bei den Oscars nominiert wurde. Natürlich Wurde nicht, er ja gar nicht, wurde sondern. er ja gar nicht. Aber weniger als Oppenheimer, das ist ja ein Riesenskandal jetzt und so weiter. Und ich wollte solche wichtigen Themen natürlich gerne mit dir, da sind wir ja Ja. beide Profis für in diesem Bereich, dringend mit dir einmal erörtern. Nein, Ja. natürlich wollen wir über die Börse sprechen. Genau, lass es uns lassen, das führt, glaube ich, zu nichts. Genau, wir wollen einen kleinen Jahresrückblick 2023 machen und auch auf das kommende Jahr. Ausblick halten. Das ist ja schon fast einen Monat alt. Wir haben neue All-Time-Highs in allen Indizes gesehen. Die Bären werden weiter verprügelt. Ich habe das Bärenlager zum Glück großteils verlassen inzwischen. Bin trotzdem gespannt, was passiert und werden auch noch ein bisschen auf den Einfluss des Präsidentschaftswahlkampfes auf den Aktienmarkt schauen, was wir uns da vielleicht vorstellen können. Und wir schauen, wie weit wir heute kommen. Wir haben so eine Dreiviertelstunde ungefähr geplant und ja. Dann schauen wir entsprechend. Wenn wir nicht fertig werden, machen wir eine zweite Runde demnächst. Aber ich will anfangen mit der ersten Aussage, Kahn. Was ist denn dein Fazit 2023 und was glaubst du, wie wird sich 2024 dahingehend unterscheiden? Also grundlegend glaube ich, dass wir nicht mehr so stark auf historische Begebenheiten zurückblicken können. Und also wir haben ja eigentlich 2023 festgestellt, dass sämtliche positiven wie negativen Erwartungen nicht eingetroffen sind. Und entweder wurde es viel besser oder es ist gar nicht eingetreten zu den negativen Sachen. Wir haben natürlich, oder ich auch, das mache ich auch in meiner Kaffeerunde, immer nur historische Daten, Statistiken, Charts und so weiter, mit denen wir arbeiten können. Aber ich glaube, das grundsätzliche Regime hat sich zumindest in der amerikanischen Welt, Klammer auf, vielleicht auch in der westlichen Welt geändert, weil durch die Nachfolgen der Corona-Pandemie einfach auch sich wirtschaftspolitisch so viel geändert hat, dass wir einfach mit aktuell zumindest mit bisherigen Standarderklärungen nicht mehr so weiterkommen. Und ich glaube, es hat einfach auch unser Zusammenleben und den Blick der Menschen auf die Sache geändert. Und deswegen sehen wir jetzt einfach ja, Ausgabenverhalten oder Savingverhalten oder Jobverhalten, was wir in den vorherigen Jahrzehnten einfach nicht so sehen konnten, weil sich die Grundbedingungen geändert haben. Und ich glaube, das wird sich 2024 fortführen, bin aber dennoch der Meinung, dass wir irgendwann schon noch mal eine auf den Deckel bekommen und sind deswegen auch für 2024 einfach persönlich ein wenig vorsichtig, was jetzt Großinvestitionen und Geldausgeben angeht. Ja, finde ich auch tatsächlich sehr spannend. Also gerade 2024, ob das wirklich so weitergehen kann wie letztes Jahr. So richtig, schon 2023 hat ja jeder eigentlich, oder gab ja sehr, sehr viele Prognosen, dass es nochmal runtergeht, dass die Rezession kommt und so weiter. Ich weiß jetzt nicht, also ich bin noch nicht so lange an der Börse dabei, dass ich mir jetzt nicht irgendwelche historischen Vergleiche erlauben kann. Aber kannst du dich erinnern an ein Jahr in der näheren Vergangenheit, wo Analysten, Prognosen und so weiter jemals so dermaßen daneben gelegen haben? Und vor allem, was glaubst du, warum lag so viele große Häuser so dermaßen krass daneben?
Also kann ich jetzt, glaube ich, jetzt mal aus dem Stand nicht. Warum ist aber, glaube ich, doch recht einfach erklärbar. Man muss ja immer sehen, was für einen Ausbildungsquerschnitt die Analysten oder allgemein die Leute bei den großen Banken oder Finanzinstituten haben. Das sind halt eben hauptsächlich Economics-Absolventen, die in den wenigen großen Schulen da ihre Ausbildungen gemacht haben. Dann wurden sie durch einen Ausbildungs- und Praktikantenzyklus durch alle großen Häuser gejagt. Und was lernt man da? Das ist eben, was sie dann auch später in ihre Analysen schreiben. Schau dir historische Durchschnitte an. Guck, dass du die aktuellen Zeiträume und Begebenheiten mit historischen vergleichen kannst und nimm daraus dann praktisch Schlussfolgerungen oder aber Mittelwerte für die Zukunftsprojektion. Und so arbeiten die. Das ist nicht falsch, nicht schlecht. So sind sie es gewohnt, so wurden sie ausgebildet, aber sie kommen dann eben nur zu diesen Schlüssen, zu denen eben sie dann ihre Zahlen veröffentlichen. Und ich glaube eben, also das ist mein Take, kann man auch gerne diskutieren, dass eben ihre Grundprämisse schon nicht mehr stimmt. Der XY normale arbeitende Mensch hat jetzt durchaus ein Empowerment erfahren, dass er eben sich aussuchen kann, wo er arbeitet und dass die Benefits von vielen verschiedenen Firmen nicht mehr funktionieren. Und das merkt man gerade. Und auch der Kampf Homeoffice versus Office in der Arbeitsumgebung beziehungsweise unter Vorherrschaft der Firma hat auch einen Wandel erlebt. Da sehen wir jetzt gerade einen kleinen Backslash natürlich bei den großen Firmen. Das sind alles so Komponenten. Und den Leuten ist es vielleicht jetzt auch wichtiger, eben durch diese Krisenerfahrungen, die wir gerade haben, allen voran Corona sicherlich, aber auch die größere Unsicherheit in der westlichen Welt und auch im Nahen Osten und so weiter, dass auf einmal jetzt das Leben und die Familie wichtiger sind. Und dann so, ja, dann nehme ich mir halt mal 2 Jahre frei. Habe vielleicht an der Börse ein bisschen Geld gedacht mit speziellen kleinen 3-Buchstaben-Aktien und kann mir es erlauben, einfach mal 2 Jahre auszusetzen und dann einen Roadtrip mit der Familie zu machen. Und das rüttelt natürlich die Arbeitswelt dann auch durcheinander und hat dann auch Auswirkungen auf die Ökonomie. Aber das würde ja man im ersten Schritt, wenn man jetzt deinen Gedanken fortführt, gar nicht so dermaßen denken, dass das gut für die Aktien wäre. Weil wenn der Arbeitnehmer sich tendenziell jetzt in der Work-Life-Balance mehr auf das Life fokussiert, dann ist er ja eigentlich weniger produktiv, was ja dementsprechend den Umsätzen der Firmen nicht gut tun sollte, was dementsprechend dem Aktienkurs ja nicht helfen sollte. Also davon haben wir genau das genaue Gegenteil gesehen. Also man muss ja schauen, welche Aktien aktuell super performen, ne? Da ist natürlich auch viel, viel Hype und Forecast dabei. Grundsätzlich die ersten Studien, die es dazu gibt, sagen ja aus, dass Leute im Homeoffice speziell eigentlich produktiver sind oder mal mindestens nicht weniger produktiv. Aber großteils ist es für die Mental Health anscheinend besser. Und sie sind eben, was eben ja großteils von Firmenbossen als Vorwurf kommt, eben nicht unproduktiver oder na klar, dann schaut man halt mal einen Film nebenher, aber haut sich dann abends halt noch hin und macht dann noch die Mails, die man halt sonst normalerweise nicht machen würde. Also es zeigt sich auch im Recording-Verhalten von Statistiken, dass eben praktisch die Arbeitszeit über den Tag verteilt jetzt gemacht wird. Also weniger produktiv ist man mal nicht. Und ein Großteil des aktuellen Börsengeschehens konzentriert sich ja tatsächlich auf die großen 7 oder großen 6, wenn man mal Tesla abknapst. Und was jetzt an Forward praktisch gerade bei Nvidia reingebuttert wurde, ist mal erst fraglich, ob das so kommen wird. Also ich habe heute, das werde ich morgen wahrscheinlich in der Kaffeerunde, die by the way später erscheinen wird, also gut für dich, auch ein bisschen ausführlich vorstellen. Also hat man sich jemand tatsächlich die Zahlen zu Gemüte geführt, wie viel Produktionskapazitäten eigentlich jetzt in den Forecast von Nvidia eingepreist sind und zumindest nach der Rechnung, die er aufmacht, kann das gar nicht weltweit mit der Produktion von Chips und sonstiger Hardware mithalten für die nächsten Jahre. Also wird es dann spannend sein, ob wir da vielleicht auch eine Überraschung sehen. Aber es ist natürlich viel Hype dabei, aber auch viel Erleichterung, dass wir eben nicht so tief sind, wie alle befürchtet haben. Ne? Es gibt, oder andersrum, ich glaube eher, dass wir durch die Corona-Pandemie so katastrophal down waren, dass alles einerseits im Rückblick wie jetzt so ein Fiebertraum aussieht. Also ne, wir haben das jetzt einigermaßen geschafft und reiten jetzt auf der Welle. Dann gab es aber die große Angst vor der Rezession oder vor dem großen ökonomischen Downfall und wegen der Rate-Erhöhung und so weiter. Und wenn wir uns das mal rückblickend anschauen, die großen Werte waren über 50% down. Also eigentlich, wenn man es jetzt wirklich aus einer Vogelperspektive schaut, hatten wir schon einen richtigen Bärenmarkt. Es hat aber
als wir uns in dieser Zeit befanden, um uns herum, niemand so wirklich als einen Bärenmarkt gesehen, weil wir noch diesen Chaos-Flashback, diesen PTSD von Corona hatten, wo es noch viel, viel schlimmer war. Aber wenn man da wirklich mal so auf einer Jahrzehnteebene reinschaut, hatten wir eigentlich 2022 einen richtig heftigen Bärenmarkt und jeder war aber in der Erwartungshaltung, dass es noch viel, viel, viel schlimmer wird. Und das ist jetzt sicherlich Ja, auch da zähle ich so mich eine dazu. Absurdität, dass jetzt die Erholung, das in Anführungszeichen, wenn man es mal so nennen möchte, Bärenmarkt, uns wie das große achte Weltwunder vorkommt, aber eigentlich ein relativ normales Verhalten. Jein, weiß ich tatsächlich gar nicht. Also ich verstehe deine Punkte total, aber wenn man sich das halt überlegt, wir haben jetzt Zinsen auf einem Niveau, wie wir es lange nicht mehr gesehen hatten. Wir hatten eine Rate-Hike-Cycle in einem Maße. Ich meine, die Geschwindigkeit der Zinserhöhung ist ja eine der höchsten gewesen, die wir jemals hatten. Und wir haben halt unglaublich viele Firmen im Markt, die in einer Zeit einer Zero-Interest-Rate-Policy im Endeffekt gegründet oder gelebt haben. Also, das einfach so eine krasse Verschiebung der Tektonik, sage ich mal, mit so relativ geringen Auswirkungen einhergeht. Das kann man diskutieren, ob das 2022, bevor die Zinsen erhöht wurden, Antizipation schon alles gemacht wurde. Klar, aber dass das mit so wenig wirklich, sag ich mal, Einfluss einhergeht, ist ja für die meisten schon überraschend. Ich glaube, das war auch einer der Gründe, warum die ganzen Analysten eben erwartet haben, dass es nochmal kracht, weil solche Zinsanhebungen ja eben doch durchaus ein großer exogener Schock eigentlich sind und den Markt eigentlich noch viel mehr oder auch die ganze Firmenwelt stärker beeinflussen sollten, als die meisten gedacht haben. Und wovon ich halt viel lese, ist, ich würde mich mal interessieren, was du dazu denkst. Eine große These ist ja, dass quasi der amerikanische Konsument, der einfach auf großen Ersparnissen gesessen hat, im Endeffekt die Wirtschaft im letzten Jahr hochgehalten und gerettet hat. Also ja, klar, die Statistiken gibt es, dass praktisch das normale amerikanische ein Familienhaus jetzt die ganzen angesammelten Ersparnisse, Corona plus Stimuli plus Erweiterungen von Kreditmöglichkeiten jetzt ausgibt und dadurch das Spendingverhalten künstlich hochhält, in Anführungszeichen. Wir sehen tatsächlich auch, dass die Überschuldung der Einzelhaushalte immer mehr zunimmt und dass die Kreditkarte nach Kreditkarte verbrauchen, aber das ist ja dort auch für uns ein sehr schwer verständliches mentales Ding. Gehört zu deren Normalität, in Anführungszeichen. Das wird mit Sicherheit gerade der Mittelschicht und der darunterliegenden unteren Mittelschicht und Unterschicht vielfach das Rückgrat brechen in ein paar Monaten, ein paar Jahren. Was jetzt zu deinem vorherigen Punkt ist, ja die Frage, wo sehen wir denn die Cracks? Und die Cracks sehen wir, wie du richtig gesagt hast, in den Firmen, die frisch gegründet wurden, die eben es schwer haben, in einem normalen Zinsumfeld Kapital einzusammeln. Die sehen auch schlecht aus, wenn wir uns das Ganze mal rausgucken. S&P ist oben, Nasdaq ist oben, aber da sind auch jetzt, sagen wir mal, die großen Flaggschiffe oben. Russell 2K ist unten. Die ganzen Small- und Middle-Caps, Ja, die gut. ganzen IPOs, die sind katastrophal. Die sind nicht mal annähernd auf einem normalen Level, geschweige denn auf ihrem Allzeithoch, wie die anderen großen Indizes. Ich hatte das vor ein paar Wochen mal ein bisschen rangebracht. Die großen Firmen, wenn du denen ihre Bilanzbücher anschaust, die haben das klug gemacht. Die haben eben in dieser katastrophalen 2021-22er Zeit schlicht ihre Kredite verlängert in einem Nullzinsumfeld. Die haben natürlich auch den Namen gehabt, um zu den Banken zu gehen und das zu verhandeln. Wenn jetzt irgendeine, keine Ahnung, Midwestern 10-Mann-Klitsche sagt, ja, ich hätte gern im Übrigen eine Kreditkartenumschuldung auf die 0,1% für die nächsten 10 Jahre, dann sagen die, nö, geht's nicht. Wenn da jetzt Ja, der klar. Microsoft-CEO anklopft, dann sieht das vielleicht anders aus. Also die haben es klug gemacht. Das ist ja auch das diametrale Problem, was jetzt aktuell auch Deutschland hat, dass wir es eben nicht gemacht haben. Also viele, viele Staaten haben ja dieses Zinsumfeld genutzt. Deswegen stehen auch einige Emerging Markets ganz gut da, weil dort die entsprechenden Personen in einem Niedrigzinsumfeld ihre Verschuldung weiter extrapoliert haben in die Zukunft. Aber diese Zinssätze laufen eben aus, also nicht Zinssätze, sondern die Kredite. Und zwar 2025 onwards wird es für viele Firmen interessant, weil dann wird entscheidend sein, in welchem Zinsumfeld wir uns dann befinden. Weil dann müssen sie in jedem Fall mehr blechen als die Niedrigzinsen, die sie gerade auf ihre Kredite laufen haben. Und das kann sein, dass wir das alles einfach nur postponed haben. Das ist ja auch so ein bisschen
diese Theorie, ob wir No Landing oder ein Soft Landing kriegen und ob wir das nicht einfach jetzt durch glückliche Fügung beziehungsweise unternehmerische Stärke einfach um 4, 5 Jahre nach hinten verzögert haben. Und die Hoffnung ist, dass jetzt bleiben wir mal in Amerika, weil es der wichtigste Markt ist, der amerikanische Konsument, das dann irgendwie auffängt und wir so mit einem halb seichten blauen Auge davonkommen. Was glaubst du? Was glaubst Ich du? glaube, Kriegen wir eine dass Rezession noch dieses Jahr oder nächstes Jahr? dieses Jahr glaube ich es nicht tatsächlich. Also zumindest keine volle. Ich glaube, dass da durchaus, man muss jetzt auch nicht wirklich in Verschwörungstheorien ableiten, aber ich glaube, dass die US-Wahl zu wichtig ist und die jetzt in Rente gehende oder sich schon befindliche Boomer-Generation mit ihren massiven 60-40-Portfolios zu wichtig ist, dass da irgendwas jetzt politisch noch versucht wird, einerseits zu ändern, andererseits wird die Politik versuchen, da möglichst viel zu verhindern, falls es dazu kommt. Also ich glaube eher, dass wir nochmal einen riesigen Stimulus sehen, wenn da irgendwas cracken sollte. Wie es dann 2025 aussieht, sei mal dahingestellt. Aber die Wahl ist zu wichtig und die vermögende Generation ist noch zu entscheidend vom Wählerverhalten her, dass da irgendeine Partei von beiden sich was erlauben kann. Ich glaube eher, dass dann eventuell sogar noch mal mehr Schulden aufgenommen werden, um da irgendwas noch zu reißen. Ich glaube aber tatsächlich, dass wir, also gerade in den USA, es wird nicht mehr lange gut gehen. Also einerseits politisch, egal wie jetzt die Wahl ausgeht, man sieht jetzt schon, dass es ja schon innerhalb der Parteien einfach riesige Zerwürfnisse gibt. Die Vermögensdiskrepanz wird immer stärker. Also es ist, wenn es nicht die USA würde, würde man draufsehen und würde irgendwie von einem despotischen Staat mit einer reichen Oberelite sprechen. Also das sind einfach die Zustände, die wir in großen Teilen dort haben. Und weil es halt die USA ist, sagen wir, naja, das ist ja da historisch begründet und ne, ja. Ja, also ich glaube schon, dass es irgendwann nochmal stärker krachen wird. Aber sie leben natürlich davon, dass sie die Zentralwährung sind für viele. Und dadurch können sie einfach ihr eigenes Geld drucken. Deswegen sind sie aber auch nicht mit irgendwem anders vergleichbar. Das ist auch ganz wichtig in diesen Spielarten. Man kann das alles vorwerfen und alles forecasten, aber solange der Dollar dort steht, wo er steht und für viele einfach als Leitwährung angezogen wird, können die machen mit ihrer Währung, was sie wollen. Das kann kein anderer Staat. Ja, ich finde es gerade mit der US-Wahl tatsächlich sehr spannend. Das ist tatsächlich auch einer der Gründe, warum ich das Bärenlager aktuell ziemlich verlassen habe und mich auch mal interessieren, was du zu meiner These denkst. Wir haben ja, also ich meine, die ganzen beiden Nomics und so weiter, das ist ja alles ein großer Versuch, die Wirtschaft sehr gut dastehen zu lassen und in den Augen der Bevölkerung vielleicht sogar ein besseres Bild der Wirtschaft zu zeichnen, als es das vielleicht ist. Und ich finde, wir sehen aktuell auch einige Phänomene in dieser Richtung. Wir haben sehr viele Daten, die immer rauskommen, die dann still und heimlich einen Monat später downrevised werden und so weiter. Und das hat ja inzwischen schon Ausmaße angenommen, oder das ist in den letzten Monaten so häufig passiert, dass es nicht mehr unbedingt so zufällig erscheint. Und gleichzeitig eben auch der Gedanke, ich möchte es nicht zu politisch hier werden, aber ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass da so viele schlaue Menschen bei der Fed sitzen, die sich eine neue Amtszeit von Donald Trump unbedingt wünschen, weil der ja einfach wirklich wie ein Lotterie los ist, was der morgen früh anstellt. Also meine These ist eben, ich verstehe genau, was du meinst mit dem Stimulus. Glaubst du auch, dass die Fed auch versuchen wird, so sehr sie es irgendwie kann, zu versuchen, die Wirtschaft zumindest bis zur Wahl am Leben zu halten, um damit vielleicht Biden so ein bisschen Rückenwind zu geben? Ich meine, Yellen macht das ja sowieso schon und vielleicht hat Yellen sogar auch einen relativ großen Einfluss auf das, was die Fed tut. Aber wenn es halt gerade um Zinssenkungen ging, die ja im letzten Fed-Meeting so plötzlich aus dem Nichts gekommen sind und so weiter, hat für mich alles den Eindruck, dass wir aktuell in so einem Szenario sind, wo einfach versucht wird, die US-Wirtschaft auf jeden Fall noch so viele Krücken und Pflaster und was weiß ich was draufzukleben, dass sie es bis über die Ziellinie der Wahl schafft, dass wir halt nicht in eine Rezession jetzt schon verfallen, wo es dann klar ist, dass sich Menschen in schlechten wirtschaftlichen Zeiten eher dem Populismus, den ja eher ein Trump als ein Biden verkörpert, zuzuwenden. Also, wir handeln erstmal das Einfachste ab. Yellen hat natürlich ganz klar eine Policy, die ist auch sehr stark mehr zu Biden gewandt. Da brauchen wir gar nicht zu diskutieren. Und da wird es jetzt auch spannend, wenn das Bankenfunding-Programm ausläuft, was dann passieren wird. Das wird ja von vielen jetzt dann mit Februar, Ende Februar als große Unheilsbringer angezogen. Was die Fed angeht,
Es sind ja letztlich auch nur Menschen und damit auch Wähler. Das heißt, die einzelnen Governors haben natürlich auch eine eigene Bias und eine eigene Agenda. Das heißt, da kann es natürlich schon einerseits ein Shift geben. Was jetzt Powell angeht, gar nicht mal, glaube ich. Auch diese nachträgliche Korrigierung von Daten ist normal. Wir haben da aber, glaube ich, einfach in den letzten Jahren nicht wirklich irgendwelche große Beachtung dahin gewandt. Also es ist einfach ein Datenproblem. Das ist bei uns letztlich auch. Das kannst du in viel kleinerem Maße bei Wahlen sehen, dass einfach da Ungenauigkeiten passieren. Dann schickt man mal so die 90% sicheren Daten weiter und dann wird halt später irgendwo noch ein Karton mit Sachen gefunden. Das wird dann nachkorrigiert. Das ist soweit normal. Ich glaube, das wird jetzt einfach mehr Beachtung oder wird mehr Beachtung geschenkt, weil es jetzt halt wirklich um die letzten paar Zehntelprozent teilweise auch geht. Die Findest du es FED. normal, dass eigentlich fast alle Revisions in eine Richtung sind, dass es Ungenauigkeiten gibt und so weiter, klar. Aber dann würde man ja denken, dass das sich irgendwie 50-50, 60-40 mal down, mal up und so weiter irgendwie verhalten. Aber viele gehen jetzt ja um und sagen, es ist schon auffällig, dass wir seit, wie lange war es jetzt im Arbeitsmarkt? Die letzten 2 Jahre wurden die NFPs jedes Mal nachträglich, nicht jedes Mal, aber halt in sehr, sehr großem Maße. Das ist ja schon. Wenn man jetzt reiner Statistiker rangehen würde, das Konfidenzintervall ist nicht mal sonderlich hoch, was das angeht. Also ja, sicher ist es auf jeden Fall signifikant auffallend. Das Gegenargument würde ich sagen, dass du sämtliche Daten ja wirklich als reine statistischen Daten abgreifen könntest. Das heißt, du könntest mal das selbst durchspielen. Ich würde eher sagen, dass es vielleicht zum Anfang von unserem Gespräch hinkommt, dass es einfach besser ist, als alle erwarten. Also ich glaube auch tatsächlich, dass in den einzelnen FED-Unterorganisationen die Leute geschockt sind, dass es halt so gut ist und dass die amerikanische Wirtschaft so gut läuft und dass so Leute so gut angestellt sind. Das ist aber alles, also da komme ich zu deinem, ob es vielleicht besser gemacht wird als ist. Es ist natürlich auch ein Narrativ, was durchs Dorf getrieben wird, weil, na klar, wir haben historische niedrige Arbeitslosigkeit. Was einfach nicht gesagt wird, ist, dass viele Leute schlicht zwei oder drei Jobs haben. Also sehr schön, dass dein Wendy's in einem einen Ort und dein McDonald's in einem anderen Ort super Vollbeschäftigung hat und ganz viele neue Leute einstellt, dass es dann aber in beiden die gleiche Leute sind und der eine halt die Morgenschicht und dann im McDonald's die Abendschicht übernimmt, sagt halt keiner. Das heißt, das unterliegende Problem ist einfach, dass es der Unterschicht und der Mittelschicht scheiße geht und das geht irgendwann nicht mehr gut. Und das geht einfach zu leicht. Also man kann jetzt überspitzt formulieren, der Erfolg der amerikanischen Wirtschaft geht nicht zu kleinen Teilen momentan auf die Gesundheit und die finanziellen Möglichkeiten der unteren Bevölkerung. Und irgendwann wird es halt nicht mehr funktionieren. Und ja, ich denke schon, also Paul hat, glaube ich, und da ist er, glaube ich, mit den Governors von der Fed in einer Linie, die haben viel mehr Angst, zu früh irgendwas besser zu machen. Also das ist ja das große Problem, dass wir jetzt wirklich diesen Chicken Run vom Markt gegen die Fed haben. Und irgendeiner wird verlieren. Der Markt hat einfach so fest schon alle Cuts eingepreist. Das wird im März jetzt einfach entscheidend sein, ob die Fed tatsächlich cuttet. Wenn nicht, sehen wir, glaube ich, einen der rotesten Tage seit langem. Also beim übernächsten FOMC-Meeting. Interessant, okay, ja. Aber wobei da ja auch die Wahrscheinlichkeit jetzt in den letzten Wochen schon wieder sukzessive von 80 auf 50% Genau, ja, es zurückgeht. war erst auf Also, 60, jetzt auf aber 50. gleichzeitig der Markt preist es nicht ein. Das war auch was, was ich letztes Jahr so, wo ich auch als Bär auf die Schnauze gefallen bin tatsächlich, weil der Markt hat immer irgendwelche Annahmen gemacht. Ach, die Fed geht nicht auf 4% hoch. Ach, die Fed geht nicht auf 5% hoch. Und ist immer in Antizipation. Ach, es wird nicht mehr so hoch gesteigert. Ach, es wird eh bald gecuttet. Ist der Markt trotzdem weiter gestiegen. Aber all diese Annahmen sind eigentlich nicht eingetroffen. Aber der Markt ist dann quasi nicht wieder zurückgefallen auf, sag ich mal, das Niveau vor diesen Erwartungen, sondern der Markt hat quasi einfach jeden Rückschlag in den eigenen Erwartungen hingenommen. Aber jetzt beim nächsten Mal wird auf jeden Fall gecuttet, wie so ein Hamster, der einfach immer weiter im Hamsterrad der Karotte hinterherläuft. Das war sowas, was ich so unglaublich beeindruckend oder fand, oder was ich auch nicht begriffen habe im letzten Jahr, dass ich immer dachte, wenn ich mit irgendwas falsch liege, dann muss ich doch irgendwie auch einen Rückschlag kriegen, dass meine Erwartung sich nicht erfüllt hat. Aber der Markt hat einfach gefühlt jeden Rückschlag oder jede Fehlerwartung ignoriert und die Erwartung einfach aufs nächste Mal projiziert und ist weiter gerannt in der Erwartung, aber jetzt wird auf jeden Fall gecuttet. Ja, und was tatsächlich nicht zu unterschätzen ist, wenn man jetzt wirklich bei den großen Banken oder Institutionen oder Pensionsfonds uns das Ganze anschauen, die müssen einfach
also anders als wir, in Anführungszeichen, müssen die mittlerweile nichts mehr oder kaum etwas für falsche Meinungen bezahlen. Das ist, glaube ich, auch ein Regime-Change, also was diese Zero Days angeht, was viele auch nicht so auf dem Schirm haben, ne? Also was ist die Taxation vom Markt oder vom täglichen Trading? Es ist normalerweise dein Hedge. Also für einen großen, milliardenschweren Pensionsfonds, der ist grundsätzlich mal 100% long, da müssen wir uns nichts vormachen. Die amerikanische Wirtschaft läuft, historisch bestätigt, über bald Jahrhunderte. Kaufen, 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 über die Zeit geht's hoch. Punkt. Wenn sich bis da sich irgendwas fundamental ändert, da haben wir, glaube ich, andere Probleme. Bedeutet, die Assets sind komplett long in den richtig großen Portfolios und natürlich auch konzentriert in den großen Aktien. Das kann man fraglich sehen, aber sie sind 100% long. Aber aufgrund ihrer Statuten, aufgrund ihrer Fondsregeln müssen sie sich gegen negative absichern in Form von Hedges. Die Hedges sind dann so groß, dass sie früher, in Anführungszeichen, massiv den Markt bewegt haben. Das beste Beispiel ist der JP Morgan Hedge, der an sich delta-neutral ist, aber alle klemmen sich um diese Strikes herum und deswegen sind die Strikes so wichtig. Und wenn sie gebrochen werden, bewegt es den Markt. Mittlerweile gibt es für alle relevanten Assets Zero Days und deswegen hast du dir früher vielleicht für ein FOMC-Meeting oder für einen CPI-Tag riesige Strangles und Straddles, mehrfach Leg Hedges gebaut als milliardenschwerer Fonds. Mittlerweile kaufst du dir einfach Zero-Day-Puts für einen Bruchteil des Geldes und dann schreibst du das als Minimalstverlust ab. Anders, früher hast du wahrscheinlich 1 bis 2% deiner eingesetzten Portfoliogröße als Hedge benutzt. Und ich glaube, das hat auch grundlegend was geändert. Wir haben die Auswirkungen nicht mehr. Klar, an dem Tag gibt es immer noch wildes Karussell reiten und hin und her, aber es gibt nicht mehr so riesige Langzeit-Hedges, die dann in 3, 4 Monaten Probleme verursachen. Und das könnte sicherlich auch ein bisschen damit zusammenhängen, dass wir nicht mehr so riesige Einbrüche haben, in Anführungszeichen. Beziehungsweise wir haben vielleicht 1, 2, 3, 4, 5 Tage Einbrüche, aber danach sagt er, ja, passt ja schon. Verluste sind ausgeglichen, wir haben gut Geld gemacht und jetzt geht es wieder hoch. Aber ich glaube, das müssen wir auch ein bisschen beachten. Aber dann müsste das doch dieselbe Erwartung sein, wenn jetzt Ende März nicht die Zinsen gesenkt werden. Haben wir vielleicht einen roten Tag, zwei rote Tage und so weiter. Aber dann wird der Markt wieder denken, aber im Mai werden sie auf jeden Fall die Zinsen senken. Zack, gehen wir weiter hoch. Kann sein, aber da hat ja tatsächlich nicht nur, oder da haben nicht nur ja, sage ich mal, moderaten Pensionsfonds, wenn wir sie jetzt mal nennen, oder die Banken das Ganze eingepreist, sondern die Katz hat jeder und alles eingepreist, die kleine Maus hat es eingepreist. Und da hofft jeder drauf. Das heißt, der Erfolg der ganzen großen Tech-Werte, der Misserfolg der Growth-Aktien, das Niedergang der Energiekosten, die wir aktuell haben, die preisen alle ein, jawohl, Raten gehen runter, danach wird alles shiny, shiny. Und wenn das nicht der Fall ist, ist, glaube ich, eher ein Glaubensproblem. Also dann haben wir wirklich ein Bias-Problem. Und da gewinnt wieder oder dieses Narrativ. Der Grund, warum wir natürlich jetzt auch teilweise hochgehen, ist, dass jeder Bär, den es halt noch gibt, sagt, Hallo. okay, jetzt, ja, also jetzt haben wir aber wirklich, also jetzt ist mal gut. Also jetzt nicht nochmal ein neues Allzeithoch, ich shorte jetzt einfach mal. Jetzt muss es ja irgendwann mal runtergehen. Und es gibt ja das schöne Bild, erst wenn der letzte Bär zum Permabullen geworden ist, dann dreht der Markt. Und da sind wir einfach noch nicht. Was macht Mike Wilson gerade? Der schmeißt gerade ein bisschen Geld. Ja, das schauen wir mal. Ich habe da auch von riesigen saudi-arabischen Fonds gehört, die jetzt auch irgendwie händeringend mit riesigen Geldkoffern ankommen und alles in den Markt werfen. Ja, es kann sein, dass wir demnächst den großen Dreher sehen. Und es ist dann nicht der große Dreher, das ist natürlich wieder ein Narrativ, weil wir uns in dieser Masse befinden. Für uns wäre jetzt eine 10% Korrektur, der Untergang des Abendlandes, ist es nicht. Wenn wir uns die Charts rein technisch ansehen, wäre es mal an der Zeit, dass wir eine ganz normale Korrektur haben, damit wir danach wieder Luft holen können. Ja, aber Top-Picking ist keine gute Idee. Das hat einfach keinen Sinn. Nee, klar.
Aber findest, also du würdest trotzdem sagen, wenn wir im März die Zinssenkung nicht kriegen, wird das größere Auswirkungen haben, weil eigentlich, wenn man sich die CBOE Fed Fund Futures anschaut, wie ich ja schon meinte, sind ja schon wieder von 80% Erwartung auf inzwischen unter 50% runter. Also es wirkt auf mich so, als ob der Markt sich eigentlich Schritt für Schritt jetzt darauf einstellt, dass wir eben keine Zinssenkung unbedingt mehr kriegen im März und dass dann die Auswirkungen wieder entsprechend doch nicht mehr so groß sind. Ja, aber wenn du dir jetzt die Datenpunkte raus oder ansiehst, die jetzt gerade diese Woche rausgekommen sind, PCE unten, year over year sind wir eigentlich nahezu schon am Fed-Target. Arbeitslosenzahl ist weiter unten. GDP hat alle Erwartungen explosiv nach oben durchbrochen. Also der Markt glaubt das einfach. Glauben ist in wirtschaftlichen Dingen immer nur so hinreichend sinnvoll. Ich glaube, dann haben wir einfach einen Werteverfall. Also wenn der Markt, das Marktnarrativ, die Marktbias ist, wir kriegen einen März-Cut. Punkt. Ob das, und die Daten sagen es auch, muss man fairerweise zugeben. Wenn wir uns es gibt ja diese Real Inflation, also die praktisch die kontinuierliche Berechnung nimmt und nicht die umgeänderte, die es in den 80ern oder 90ern gab. Und da sind wir weit unter dem True Inflation heißt es, glaube ich, genau. Trueflation. Da sind Ach, wir das weit hier, unter dem ja. 2%-Target. Also, wenn wir wirklich deren kontinuierliche Berechnung nehmen, da sind wir schon längst unter 2%. Egal, ob man dem jetzt glaubt oder nicht. Wie ich irgendwo gelesen habe vor kurzem, ich glaube, das war in einer Instagram-Story von Goldgraf. Ich glaube, es bin mir nicht mehr ganz sicher, dass er irgendwie halt meinte, ja, PCE ist jetzt auf unter 3 gefallen, genau wie du eben meintest. Wenn man sich mal den Core-PCE auf 3 Monatsbasis anguckt, liegen wir sogar bei nur noch 1,5% Bei nach 3 und 600. 9, ja, wenn man Genau. die 3, 6 und 9 Monate auf Jahres-PCI extrapoliert, sind wir bei unter 2. Aber, und glaube ich, der große Faktor, den er irgendwie meinte, war, dass das halt viel auch an dieser Lagging Shelter Inflation liegt. Und wenn wir Shelter Inflation rausrechnen würden, würden wir bei 3,3% wiederum liegen. Also es wirkt halt so quasi, je nachdem, welche Parameter wir uns angucken können, wenn wir da auf eine sehr schöne Betrachtungsweise kommen oder auf eine, die vielleicht doch gar nicht so gut ist. Ja, also natürlich, du hast jetzt immer weitere Hiobsbotschaften aus dem amerikanischen Housing Market. Ich glaube auch, wenn wir das Ganze jetzt ein bisschen in die Zukunft weiterbrechen, das, was wir jetzt gerade in China sehen, wird in vielfacher Form auch auf die USA zutreffen. Da wird es genauso implodieren, aber da gehen wir wieder in deine Verzögerungstaktik. Da glaube ich tatsächlich nicht, dass es Wahlursachen hat. Aber das wird mit Verzögerung als nächste innenpolitische Krise in den USA aufschlagen. Man muss sich immer drauf schauen, was die Fed sich anschaut. Natürlich gibt es andere Parameter, die zu anderen Schlüssen kommen, ja. Aber die Datenpunkte, die Fed wirklich auch selbst stated, dass sie diese 7 Datenpunkte, die sie anschauen, da muss man davon ausgehen, dass sie eigentlich im März cutten, außer. Und das ist eben die große Angst von der Fed und vor allem voran Paul, die auch richtig ist, sie dürfen nicht zu früh cutten, um eine Reinflation sich einzufangen. Und da ist jetzt die Frage, ob sie da ihre Taubenhaltung, die sie jetzt in den letzten Meetings bekommen haben, nochmal umändern. Wenn wir jetzt, ne, ich habe ja die Gefährlichkeit der historischen Vergleiche vorhin erwähnt. Historisch ist das vierte Präsidentschaftsjahr, also in Zahl der Wiederwahl, das ökonomisch stärkste. Der Vierjahreszyklus ist einfach so, und da ist es egal, ob jetzt Biden, Trump oder wer auch immer dran ist. Historisch ist das vierte Jahr das stärkste, weil die amerikanische Wirtschaft ein Interesse hat, dass es ihr gut geht, sobald da Präsidentschaftswahlen anstehen. Alles andere fördert nur Radikalisierung. Und Und damit der, sag ich mal, im Amt sitzende Präsident halt am ehesten wiedergewählt wird, der hat ja auch die Möglichkeit, die Wirtschaft so zu beeinflussen, dass es für ist ihn auch oder sie. statistisch hinreichend, also Genau. mit den wenigen, die halt eine Doppelwahl haben, aber ja, genau, ist auch noch da. Und ja, jetzt man muss sehen, also wir haben natürlich jetzt noch einige Krisen, die in den letzten Jahren noch nicht da waren. Das kann alles auch nochmal umwerfen. Deswegen hat ja Biden auch jetzt recht eindringlich Netanyahu darauf hingewiesen, dass er keinen Bock hat auf ein Jahr Krieg, weil er da Angst hat, die jungen Wähler zu verlieren über den Konflikt. Das spielt natürlich auch ein wenig damit rein.
Was nochmal zu, einmal zurück zur Inflation, was ich halt weiterhin auch so absurd finde, ist tatsächlich, dass diese Shelter-Inflation, über die so viel gesprochen wird, die halt irgendwie einen riesen Leck hat. Warum haben wir keinen besseren Wert als den, der ein Jahr alt ist? Ich meine, ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass die Fed da sitzt und der nicht bewusst ist, dass dieser Wert um ein Jahr verzögert ist und dass sie Entscheidungen treffen auf Basis eines Wertes, der so dermaßen nicht mehr die aktuelle Zeit widerspiegelt. Warum haben wir da keine besseren Werte? Warum verlassen wir uns auf etwas, wo wir halt wissen, dass es falsch ist eigentlich? Das kann doch irgendwie auch nicht der Sinn der Sache sein. Müsste man sich jetzt mal in die genauen Daten reinschauen, aber so aus dem Stegreif heraus, was ist das für eine Umgebung? Wir haben eigentlich zu 80, 90% private Akteure, die das Ganze unter sich aushandeln. Das heißt, die müssen natürlich schon irgendwann neue Bauten, neue Wohnungen, neue Mieten irgendwo an staatliche Stellen abgeben. Aber dann dauert es da auch noch, bis die Daten verarbeitet, weitergereportiert werden. Und du hast natürlich jetzt gerade in den unteren Einkommensschichten oftmals das Problem, du kriegst deine Mietbewilligung, du ziehst ein, nach 2 Monaten kannst du das Ding nicht mehr halten und fliegst raus. Das gibt dann wahrscheinlich auch nochmal eine nicht unerhebliche Dateninkonsistenz, die weiter oben dann irgendwann mal bereinigt werden muss. Und aus Erfahrungswerten würde ich mal fast sagen, dass die Daten nicht wöchentlich oder monatlich übertragen werden. Also einfach ins Blaue. Man muss sich es tatsächlich anschauen. Das ist jetzt wirklich meine spontane Meinung. Aber ich würde aufgrund dessen tatsächlich sagen, dass wahrscheinlich die Ämter sagen, ja, wir warten mal 3, 4 Monate, bis wir die Daten an die jeweiligen staatlichen Stellen weitergeben, weil da kann sich noch sehr viel korrigieren. Gerade in ländlichen Gegenden oder Suburban States, wo da einfach ein viel größeres Wechselmietervolk herrscht. Würde jetzt mal, ja, das ist schon, kann gut sein. Ich kann mir trotzdem irgendwie nicht vorstellen, dass nicht so eine Rieseninstitution wie die Fed, die werden doch so ein paar, weiß ich was, Studenten da sitzen haben, ist ja eine hervorragende nachwachsende Ressource für billige Arbeit, die einfach jeden Monat 5.000 Vermieter anrufen, ey, was verlangst du diesen Monat an Miete? Und dadurch zumindest, ich sage ich mal, einen anderen Wert noch erschaffen, der vielleicht ein bisschen aktuellere Daten gibt als eben so eine Lagging Shelter Inflation. Ich finde das total krass, dass wir das System und die Zinsen und die Entscheidung auf sowas beruhen sollen. Ich finde das unglaublich eigentlich. Also wir reden ja von Behörden und also Ja, wäre okay, mal gut, aber spannend, keine mal. weiteren Fragen. Nee, aber also es kann sein, man müsste sich wirklich mal anschauen, dass vielleicht einfach eine staatliche oder behördliche Definition existiert, die sagt, irgendjemand gilt praktisch als Mieter oder der erst nach X Monaten oder einem Jahr dort lebt, oder aber ein Preis muss so und so lange existieren, bis er in unsere Statistik genommen werden darf. Also ich kann mir ganz gut vorstellen, dass das irgendwas Banales ist, dass das wirklich so was Gewachsenes, Historisches ist, was irgendwo in einem staatlichen Almanach steht. Und es gibt dann vielleicht Sekundärwerte, die sich die Governors bei Gelegenheit mal anschauen können. Aber sie dürfen sie halt nicht als öffentliche Zahlen heranziehen. Ja, okay, das mag gut sein. Das mag gut sein, ja. Ja, in Anbetracht der fortschreitenden Zeit möchte ich nur auf ein kurzes Thema mit dir eingehen, um noch ein bisschen aktuellen Kontext reinzubringen. Wir hatten ja ein bisschen früher über Nvidia gesprochen und dass sie die Erwartungen und die Kapazitäten gar nicht haben für das, was eigentlich erwartet wird. Wir haben, ich habe es, weil ich diese Woche viel auf Reisen war, nicht so richtig im Detail mitbekommen, aber wir hatten ja jetzt vor ein, zwei Tagen die Earnings von Intel, wo die Aussichten ja auch gar nicht mal so gut aussahen. Und was jetzt ja viele als erstes Anzeichen nehmen, dass dieser ganze AI-Hype eben vielleicht zum Teil auch wirklich nur genau das ist. Ein Hype, der sicherlich unsere Welt verändern wird. Aber wahrscheinlich nicht so schnell und so extrem, wie es in den letzten Monaten in den Markt eingepreist wurde. Was denkst du dazu? Genau, also das spielt so ein bisschen mit rein, was ich vorhin gesagt habe, dass man jetzt eben durch die Earnings sieht, dass die Drittkomponentenlieferungen, die eben jetzt mal nicht GPUs beinhalten, nicht mit dem Hype mithalten. Also dass praktisch die Prozessorenhersteller, die RAM-Hersteller, wobei RAM bei AI ist jetzt mal sei dahingestellt, aber egal, auf jeden Fall die ganz normale Slate-Hardware, die in den Rechenzentren hockt, die macht diese explosionsartigen Sachen nicht mit. Oder in Klammer, sie sind zumindest aktuell noch nicht in den Forward Orders und vergangenen Rechnungszeiträumen enthalten.
Aber da ist einfach eine enorme Diskrepanz zwischen Nvidia und dem Rest, Trademark, einfach. Ja, Also das ist es unglaublich, mag ja ja. sein, dass Nvidia es schafft, praktisch so und so viele GPUs zu packen und so weiter, aber die haben zumindest mal Stand jetzt einfach keine Slates, wo sie reinpassen, weil die anderen Hersteller diese Orders entsprechend nicht sehen. Ja. Also wann sollen wir Nvidia shorten? Mach die Prediction. Wenn du Ich verbrennen nehme, möchtest. da ist einfach das Hopium zu groß. Ja. Also ganz allgemein, ich habe meine verbrannten Ärmchen mit Optionstrades gehabt, auch mit irgendwelchen Shorts. Ich mache Index Daytrading, unbiased. Ich schaue mir den Chart an, trade den Chart. Alles andere wird long gekauft in meine Portfolios, wenn die Zeit reif ist. Disclaimer, da stoppe ich auch momentan. Ich sammle Cash an. Und dann wird irgendwann, wenn ich den Dip groß genug sehe, weiter in meinen VWCE gepackt, weiter in meine Langzeitaktien gepackt. Aber ja, ich shorte den SPY, ich shorte den Nasdaq auf Tagesbasis, aber alles andere ist mir zu heiß. Also Quintessenz Carnage Short. So, das können wir in den Titel reinschreiben. Alles Weitere haben wir Also ich kann definiert, was dir du gesagt zumindest hast. statistisch habe ich die letzten paar Wochen, glaube ich, 80% meines Geldes mit Shorts gemacht. Wow. Das kann Erklär mir ich wie. durchaus Ich belegen. wüsste gerne, wie das geht. Ja, es gibt immer schöne Möglichkeiten. Ja, aber wahrscheinlich nur, wenn man einen Tag drinnen bleibt. Genau, ja, also halten ist Wahnsinn. Also halten Ja. werde ich nicht und würde ich nicht. Das ist Wie sagt der gute Cem immer, time is not a bear's friend. ja, nee, das hat keinen Sinn. Da Und muss es stimmt ja leider auch tatsächlich. Also das ist auch so eine Realisation, die ich halt für mich in den letzten Monaten wirklich gehabt habe, ist, ich war ja, der eine oder andere mag es gehört haben, im letzten Jahr relativ aktiv short. Das war eine Top-Entscheidung, kann ich jedem empfehlen. Und immer in dieser Antizipation, aber die Daten werden jetzt schlecht werden, die Daten werden jetzt fallen, es kann nicht so weitergehen, die Arbeitslosenrate, die geht doch jetzt hoch oder man sieht doch die Kreditkarten und so weiter. Aber was ich halt für mich auch wirklich gelernt habe, ist, man sollte eigentlich wirklich so lange nicht short gehen, bis die Daten es wirklich aktiv zeigen, weil der Markt ja immer eigentlich diesen Bullen-Bias hat. Der Markt will eigentlich hochgehen, solange es keinen Grund gibt, nicht hochzugehen. Ergo ist es halt unglaublich dumm von mir gewesen, sag ich mal, den nächsten Datenpunkt, der ja bestimmt ganz schlecht sein wird, zu antizipieren, sondern man muss eigentlich so lange long bleiben oder zumindest neutral bleiben, bis die Daten wirklich eine eindeutigere Sprache sprechen. Ja, also du bist da ja in guter Gesellschaft. Es sind ja 2023 viele Short-Hedge-Fonds implodiert, beziehungsweise haben die größten Ich habe mich jede Verluste Woche ihrer mit Mike Geschichte. Wilson und Marco Kolanovic beim Whisky ausgeheult, Ja. weißt du? Das war unser Jammerstammtisch. Also auf jeden Fall, ich habe jetzt das letzte Jahr vor allem da gemerkt, ein bisschen mir die Haltung von dem Jason Shapiro einzunehmen, dieser Hidden Market Wizard, der ganz stark gegen den Trend immer wettet oder sich das Commitment of Trader anschaut und praktisch immer schaut, wie er das Narrativ, was aktuell hervorherrscht, negieren kann. Das ist relativ spannend. Der hat eine ähnlich schlechte Hitrate, wie man von einem Permabär erwarten würde. Vielleicht ist er nicht. Er geht beide Richtungen ein. Aber er sagt halt, wenn das Narrativ wechselt, dann geht er all in. Und ich Aber man glaube, das ist muss. eine ganz gute Haltung, die man so ein bisschen mal mitnehmen kann. Aber man muss eben warten, bis das Narrativ wirklich gewechselt ist und nicht denken, aber jetzt kommen übernächste Woche die NFPs raus, die werden ganz schlecht sein, ich gehe jetzt schon short. Das Ja, ist, glaube ich, der genau. größte Fehler, den man einfach machen kann, den ich auch einfach gemacht habe. Ist auch normal, in Anführungszeichen, ne? Dann wirst du natürlich dann durch das X-Narrativ oder auf Instagram, wenn du da unterwegs bist, natürlich auch entsprechend reingelullt und ja, das ist dann halt so. Ja. Aber ich schaue, dass ich eher neutral bin oder beziehungsweise ich habe so eine Aufteilung meines Gehirns gemacht. Ja, ich habe einfach ganz, ganz, 60-30, 60-40, wie ist das ja genau, aufgefallen? ganz eher Finanzler-like habe ich einfach meine Long-Positionen, wo einfach die laufen, die sind aber völlig getrennt von meinem Markt-Bias oder Narrativ, wie ich sonst daytrade. Und das ist wiederum komplett getrennt, wie ich so als Mensch und als Bewohner auf die Wirtschaft und die Sachen sehe. Und ich glaube, da kommst du ganz gut mit weit weg.
Naja, und the economy is not the market, was man auch Ja. viel einfach gesehen hat. Das ist Ja, auch das einfach was. Das stimmt. muss man sich wirklich klar machen. Man muss sich, glaube ich, erstmal selber mit Shorts wirklich die Bärenpranken verbrennen, bis man das wirklich versteht. Weil man liest es immer, aber man glaubt, also ich habe es irgendwie immer nicht geglaubt und ich musste auf die Fresse fallen, bis ich es wirklich selber auch verstanden habe, sage ich mal. Dass man einfach nicht Werte oder nicht irgendwelche Daten antizipieren darf. Aber erst einmal kurz zurück zu den Daten auch, weil du ja auch meintest, ja, die Konsumenten, die Kreditkartenschulden steigen, weil man hat ja auch dieses allgemeine Motto, sage ich mal, in schlechten Zeiten der Europäer, der spart und der Amerikaner gibt dann erst recht Geld aus, weil wer weiß, was morgen ist. Welche Werte guckst du dir denn an, um zu denken, jetzt haben wir vielleicht wirklich einen Turning Point. Welche Werte fändest du da am interessantesten, um zu sehen, vielleicht ist jetzt wirklich der Konsument geknackt oder ist jetzt gebrochen? Welche Werte findest du da am interessantesten? Also ich schaue mir tatsächlich, oder ich habe in meinem Trading View habe ich immer so ein paar, du kannst ja da mit Rechenzeichen so ein paar Spielchen machen, dass du da einen Standardwert hast. Ich schaue mir immer das Verhältnis von Triple Q und Russell an tatsächlich. Also wenn sich da zu Mega Caps im Vergleich zu Small Caps was wechselt. Gut, die großen habe ich eh in meinem eigenen Reiter und schaue mir das an. Ich glaube tatsächlich, also Famous Last Words im Podcast, gucken wir mal. Es kann gut sein, es kann sehr gut sein, dass wir mit Nvidia unsere 2000er Bubble haben. Ich nutze auch LLMs täglich. Es ist eine unglaubliche Arbeitserleichterung für mich, unglaublicher Zeitgewinn. Aber es ist schon so eine extreme Hype-Orgie. Irgendwie riecht es halt fishy. Aber warten wir mal, bis es turnt. Aber da würde ich am ehesten drauf schauen, wenn das Vertrauen, und das ist tatsächlich gar nicht mal so datenbasiert, wenn man merkt, dass das Vertrauen des Marktes in diesen Hype schwindet, dann ist, glaube ich, die Zeit abzuspringen und das Geld mit rauszunehmen. Momentan wird alles von den Großen gezogen. Man sieht jetzt allerdings schon bei Tesla, jetzt sind es nicht mehr die großen sieben, sondern es sind die großen Großen sechs. sechs, ja. Also einer ist schon praktisch auf Strecke geblieben, weil die Batterie ausgegangen ist. Und das nächste könnte sein, wenn praktisch Amazon und Google was von ihren Datencentern berichten. Das ist vielleicht auch so was, was man mitgeben kann. Schaut euch, es sind ja alles Multi-Domain-Konzerne, ne? Also Microsoft macht nicht nur Windows und Google macht nicht nur Ad Revenue und so weiter. Schaut euch die Datacenter von Amazon, Microsoft und Google an. Das kann man so als Proxy für diesen ganzen LLM-Hype schauen. Wenn die schlechter Kurz für alle performen, LLM Large Language Model, also ChatGPT ja. und Co. Genau, ne? Es ist keine künstliche Intelligenz nach per se Definition, aber egal, Genau. das Fass machen wir jetzt nicht auf. Nicht. Wenn da die Datacenter schlechter performen, das ist für mich, glaube ich, dann im Gegensatz zu dieser absurden 600% Sache von Nvidia, das wäre für mich so ein Zeichen, ja, gucken wir mal, ob das noch so lange hält. Ich habe noch so viele Themen hier auf meinem Zettel. Ich wollte mit Mach dir mal noch ein mit dir zweites über Mal, die ist doch kein Aussagen Stress. von Cem Casson sprechen, was er Ja, da sagt, dass könnten wir sehr lange drüber Inflationismus sprechen. allgemein inflationär ist und so weiter. Lassen wir alles mal sein. Wir kommen zu den letzten zwei Punkten. Wir nehmen ja am 27.01. hier gerade auf. Nächste Woche ist die große Earnings-Woche, wo, glaube ich, alle Megacaps, also alle Magnificent Six, Seven, Tesla ist schon raus und Nvidia ist, glaube ich, später. Aber Amazon, Alphabet und wie sie alle heißen. Alle berichten. Was glaubst du, was werden wir sehen? Ist Intel der Vorbote gewesen oder ist es noch nicht so weit? Ich glaube, Intel ist schon so öfters mal ein lahmendes Pferd. Ich würde es jetzt noch nicht als Vorboten sehen. Es wird entscheidend sein. Also es ist die größte Woche. Wir kriegen ja auch extrem viele Datenpunkte. Wir haben das FOMC-Meeting und so weiter und so weiter. Es ist die Stimmt, das haben größte wir auch Woche, noch, ja. die Boah. nächsten Wochen tatsächlich entscheiden werden. Wahrscheinlich bis zur Februar-OPEX. Ich glaube, dass das letzte Quartal 23 noch gut wird. Oder war, ne? Retail Da Sales waren ja auch reporten wir sehr gut ja. tatsächlich. Ich glaube tatsächlich, dass wir jetzt noch gute Sachen sehen, aber es ist ja auch so, die einfach gefailt sind, also Tesla und Intel haben jetzt nicht schlecht performt, aber sie haben Nee, einfach die nicht den Guidance war schlecht. Erwartungen entsprochen. Also Genau, die genau, ne? Guidance war Also vor allem wenn du dir schlecht. die Zahlen anschaust, das ist es ganz okay. Sie sind einfach schlechter gewachsen, als erwartet wurde und die Guidance ist beschissen. Und ich glaube, Ähnliches werden wir auch sehen. Die werden weiter gut performt haben, Quartal 4, 23. Aber die Guidance wird entscheidend sein und wichtig sein. Und da würde ich speziell, weil das in den Medien nicht so stark gemacht wird, da würde ich persönlich stärker auf die Data Center Guidance schauen.
Also Leute, Data Center Guidance, das ist das, was wir uns nächste Woche angucken. Sehr schön, sehr schön. Ja, lieber Kahn, vielen, vielen Dank schon mal für dieses wirklich spannende Gespräch. Wie gesagt, noch so viele Themen, wir werden auf jeden Fall eine zweite Runde aufnehmen müssen. Aber wie ich dir schon angekündigt habe, ich hoffe, du hast dir was überlegt. Heißt der Podcast ja nicht nur Quatsch und Politik, sondern auch die Quintessenz. Und die Quintessenz ist ein Segment, wo du noch kurz mit mir über ein Thema deiner Wahl sprechen darfst. Das kann alles sein, von einer bestimmten Aktie bis hin zur Biberpopulation in Südwest-Madagaskar. Egal, was dir auf dem Herzen liegt, jetzt schnacken wir noch kurz drüber. Also, Kahn, was ist für dieses Mal deine Quintessenz? Ist ein seniler Trump oder ein seniler Biden der gute Präsident 2024 onwards? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist ja mal ein ganz leichtes Thema fürs Erste Mal ausgesucht. Ja, So mag ich das doch. scheint die Hei, Sonne, hei, also hei. kann man über so Sachen ja sprechen. Ja, also ich finde es tatsächlich unglaublich, dass wir echt eine Situation sind, wo wir uns zwischen den beiden entscheiden müssen. Das ist einfach der Wahnsinn. Also bei beiden bist du, also bei beiden mit EI bist du dir eigentlich quasi schon sicher, keiner von diesen beiden Präsidenten oder glaubst, also die Odds, dass die ihre Amtszeit schaffen, sind jetzt nicht so gut, würde ich halt einfach mal sagen. Und ich finde einfach das so krass. Also ich habe mir ja auch jetzt auch, als ich in Japan war, bin ich quasi morgens aufgestanden, da kam gerade die Vorwahlergebnisse aus New Hampshire rein. Es wäre einfach so krass, wenn die Republikaner sich hinter der Nikki Haley aufstellen würden, wie sie locker den Biden halt einfach crushen würden, weil eigentlich mag die amerikanische Bevölkerung den Biden ja gar nicht. Aber für die ganzen Moderaten und die Independents und so weiter ist Trump halt eine genauso furchtbare Alternative. Und dann haben wir eben zwei so alte Männer, wo du einfach wirklich, ich glaube tatsächlich, egal wer von beiden es wird, das ist mal toll, das Wort Biden jetzt zu verwenden, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie ihre zweite Amtszeit überleben. Ja, oder zumindest halt, es gibt ja dann im amerikanischen Recht tatsächlich die Möglichkeit, healthy, unfit, den Vizepräsidenten ranzunehmen. Das ist auch das Ja, aber Spannende, was willst da. du Präsidentin Kamala Harris haben? Nee, das ist das Spannende tatsächlich. Also, ich weiß gar nicht, ist bei Biden schon sicher, also bei Joe Biden, dass er Kamala wieder nimmt? Ich hatte es jetzt so versch. Also ich glaube, Ah, ganz sicher ist es nicht, aber bei ich hatte es Trump? irgendwie so mitgekriegt. Bei Trump wissen wir ja nicht, wer es wird. Jein, bei Trump wird es in jedem Fall eine Frau. Wir wissen nicht Ja? wer. Es gibt zwei, drei Kandidatinnen. Die eine ist die Harvard-Präsidentin, nicht Harvard, aber diese Hochschulpräsidentin da auseinandergenommen hat, bei diesen Anti-Israel-Sachen. Okay, Und sagt mir jetzt tatsächlich gar nichts. also das wird einerseits spannend und bei Haley speziell, wenn du dir die New Hampshire-Sachen anschaust, da haben ja extrem viele Nicht-Republikaner tatsächlich Genau. für sie gewählt. Das ist ja in New Hampshire erlaubt. Und da wird es einfach spannend sein. Momentan haben wir ja noch den Independent-Kandidaten mit dem, wie heißt Ich weiß er? das Dem jetzt nicht. Kennedy Jr., Ach, der einfach der ist ja eigentlich extrem. Demokrat gewesen und eigentlich in demokratischen Genau. Primaries Und der drin, nimmt einfach der. sehr, sehr viele Wähler gerade weg, weil er unglaublich populär ist, aber auf Bundesebene eigentlich wahrscheinlich null, null Chancen hat, aber Funding massivst hat. Der übersteigt gerade beide wohl in Funding. Wirklich? Und da Boah. wird, ja, der kriegt halt von den ganzen großen alten Familien massiv Kohle, aufgrund des Namens, auch so ein bisschen muss man zugeben. Und da ist es spannend. Also Haley könnte tatsächlich so ein Bipartisan-Kandidat werden, weil auch, sagen wir mal, moderate Republikaner auf gar keinen Fall Trump wollen, aber die Hardliner natürlich. Es ist so ein bisschen, also jetzt begeben wir uns auf sehr gefährliches Eis, aber ist ja egal, wir sind ja am Ende, hört eh, Ja. ne? Du hast so ein bisschen das Problem bei den Republikanern wie hier mit den AfD-Wählern. Die Hardcore-Elemente kriegst du nicht weg, die sind entschieden. Und die sind einfach fix. An denen kannst du nichts ändern. Die Frage ist, wie sehr stark du die Independent-Voter oder die noch nicht Entschiedenen rumkriegen kannst. Und da muss man jetzt einfach mal gucken, wie viel Fehler sich Trump noch auf den Weg zu den anderen Vorwahlen erlaubt. Der wird ja jetzt am Freitag wieder für, ich glaube, knapp 60 Millionen Strafe verurteilt. 83, nee, Euro, genau. 83 Millionen kam Ja. heute früh, das gegen diese Carol oder wie sie hieß. Genau, ja, genau. Und ja, mal gucken. Also da gibt es schon noch ein paar Sachen. Also ich glaube einfach, dass beide mental und physisch nicht Präsident Das ist werden sollten. unglaublich, Das ja. ist irgendwann kann man auch durch Spritzen und Tinkturen das Ganze nicht mehr retten. Das ist einfach nicht gut. Nee, das ist der Aber ich Wahnsinn. also ich glaube tatsächlich, dass Trump natürlich auch weltpolitisch viel, viel schlimmer wäre.
kann mir auch gut vorstellen, dass das so eine Erkenntnis wird, die den Independent Voter vielleicht auch mal kommen könnte und sagen, naja, ich mag zwar den anderen auch nicht, aber wählen wir halt auch nochmal dafür. Das ist nämlich auch, glaube ich, genau das, was auch diese New Hampshire Primary trotzdem gezeigt hat. Auch wenn Trump sie gewonnen hat, auch wenn Haley eigentlich keine Chance hat, außer wenn Trump verurteilt oder tot umfällt, haben wird. Aber ich glaube schon, dass es sich für Trump, dass die Primary gezeigt hat, dass es schwierig wird. Trump hat zwar, sage ich mal, den wirklich den rechten Teil der Republikaner unglaublich fest hinter sich, aber einfach dieser moderate Teil und auch die Independents. Das waren ja auch die letztes Mal die Wahl entschieden haben eigentlich. Ich sehe nicht, wie Trump mit seinem aktuellen Gehabe und so weiter und so fort die unbedingt auf seine Seite ziehen sollen, dass sie dann doch in einer Situation das kleinere Übel in beiden wiedersehen werden. Man muss sehen, dass auch wenn sie natürlich New Hampshire verloren hat, sie hat Boden gut gemacht. Also normalerweise sind ja diese amerikanischen Forecasts, was Wahlen angeht, ziemlich genau. Da gibt es wenige Überraschungen im Prozentbereich. Aber ich glaube, bevor man in die Wahl ging und jetzt tatsächlicher Wahlausgang, hat Haley 6% gut gemacht. Also Wobei die jetzt auch Frage ist, wie nicht viel nichts. davon auch einfach durch das, wobei ja gut, dass DeSantis raus ist, war wahrscheinlich sogar eher besser für Das war davor Trump, bekannt, aber, weil. ne? Also das war ja. Achso, okay. Also das war vor. Aber egal, ja, wir werden sehen. Wird spannend. Ich, ja, das. Mal gucken. Es wird eine Wir werden spannende noch eine Geschichte. Aufnahme Wir machen, werden noch bevor eine, die US-Wahl ist. vor der Wahl versuchen wir uns nochmal zu sprechen. Ja, das ist eine gute Auf Sache. jeden Fall. Karl, mein Bester, vielen, vielen, vielen Dank für diesen unglaublich coolen ersten Podcast. Ich hoffe, die Leute nehmen davon was mit. Es war nicht zu theoretisch und zu im Detail, aber ich fand, das war echt eine sehr, sehr coole Diskussion. Die müssen wir noch weiter fortführen, auf jeden Fall. Und ich freue mich jetzt schon aufs nächste Mal und bedanke mich bei dir ganz, ganz herzlich. Und natürlich, die letzten Worte gehören dir. Ja, vielen Dank. Fand es auch sehr gemütlich und sehr schöner Talk. Hat Spaß gemacht. Gerne wieder. Wiederholen wir auf jeden Fall mit anderen oder gleichen Themen. Ja, genau. Also informiert euch, passt auf, haltet euer Geld zusammen und ja, geht mal ein bisschen aus eurer Bias und Bubble raus und nehmt so ab und an mal eine Vogelperspektive ein. Das hilft, um den Kopf auch ein bisschen frei zu kriegen. Und bis zum nächsten Mal. Und die letzten Worte gönn doch mir, weil ich mich vergessen habe, noch deine Kaffeerunde zu bewerben. Jeden Sonntagmorgen die Kaffeerunde von Kahn, wo sich auf die Indizes geschaut wird, wo auf die Entwicklung geschaut wird und auf die Newslage in verschiedensten Themen. Und wenn ihr noch mehr mit Kahn schnacken wollt, das ist auch eigenes Discord, oder? Ja, so ein Haufen komischer Deutscher mit ein paar amerikanischen Einsprengseln. Tatsächlich kaum, also wir machen schon Trading, aber gibt auch ganz viel Lebensweisheiten und Spaß und der Meme-Sektor ist auch ganz groß. Und dann treffen wir uns in allen Teilen Deutschlands und trinken auch mal was. Ist eine ganz coole Gruppe mittlerweile. Das klingt doch großartig. Geht ins Discord, guckt euch die Kaffeerunde an. Vielen, vielen Dank, Kahn. Macht es gut. Ciao, ciao.